Ja, da sind wir wieder mit Carsten Knobloch. Hallo, grüß dich. Nochmal, Nochmal. hallo. Wir haben dieselben Klamotten an. Das heißt, wir machen einfach einen zweiten Teil am selben Tag. Für euch ist es allerdings ein zweites Video. Warum erkläre ich das? Du hast mir eben schon vorgeworfen. Vielleicht tragen wir auch einfach. Wir haben nichts anderes. Also ich hätte ja Klamotten, sind im Nebenraum, aber ich bin mal so fair, weil du dasselbe T-Shirt anhast. Übrigens sehr geil, gefällt mir. Was denn? Dein T-Shirt. Das Scooter, ja, ja, genau. Ja, das ist auch so ein Thema. Aber wir haben eigentlich, das Thema war ursprünglich mal, dass wir uns getroffen haben, weil wir über das MacBook Pro reden wollten. Wir sind ja schon letztes Mal oder vorhin extrem abgeschweift. Ich würde trotzdem gerne noch mal so wissen, also wir haben ja schon mal ein Video mit dir gemacht, da haben wir drüber gesprochen, was du so den ganzen Tag machst. Warum jetzt MacBook Pro, schreibst du da mehr drauf? Also, oder machst du es mehr am iMac? Oder wo ist so dein Hauptarbeitsplatz? Ich schreibe jetzt performanter und schneller und länger. Ehrlich? Na Quatsch, nein. Ja, weiß ich nicht. Wie ich vorhin schon mal habe durchscheinen lassen, ist es so, dass der Akku erschöpft ist. Ja, scheiße. Das kann doch nicht sein, die hat ein Ladegerät. A few moments later. Laufen wieder alle, ja. So. So. Ich will ein Bild haben, wo ich draufklicken will. Genau. Und sag, so und so viel Speicher möchte ich. Und dann erschrecke ich mich nämlich, wie teuer Arbeitsspeicher ist. Ja, und die spinnen doch bei Apple, das stimmt schon. Jetzt verdienen sie ja nicht mehr. Also ich glaube, meine Theorie ist ja, die verdienen maximal Geld mit dem Arbeitsspeicher. Jetzt ja nicht mehr, weil das ist System on a Chip. Keine Ahnung, wie sie es jetzt machen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viele Kombinationsmöglichkeiten eines MacBook Pros es gibt, damit man die Listen bei Notebooks billiger möglichst lange machen Ja, kann. im Prinzip hast du ja jetzt also zwei Chip-Varianten. Plus die Arbeitsspeichervarianten. Plus die plus Grafikkernel-Varianten. Und die SSD. Ja, das hört sich, glaube ich, nur so viel an. Ich glaube, Kann das mal jemand ausrechnen? Ich glaube, wir übertreiben beide jetzt auch. Ich glaube, so viel ist das nicht, ne? Ich wäre Aber nicht sicher. wo du gerade den Preis hast, meinetwegen sollen die sich dumm und dusselig verdienen, Ja, solange ich klar. ein Produkt kriege, mit dem ich gerne arbeite, Ja, mit dem ich klar. keine Probleme habe. Ich hätte echt Schmerzen damit, mit gewissen anderen Produkten zu arbeiten. Weil ich die auch kenne von der Tastatur her, vom Trackpad, wo ich einfach sage, ohne Scheiß. Selbst wenn viele jetzt denken, die jetzt zuschauen, Alter, der tippt nur auf seiner Tastatur rum und schreibt irgendwas ins Internet. Ja, natürlich, aber. Ja, aber das ist ja genau das Ding. Das ist ja so jemand wie ein Künstler, der mit dem Pinsel oder keine Ahnung, oder also das Werkzeug muss schon stimmen. Ja. Ein Handwerker, dessen Werkzeug nicht gut ist, das Ja. macht schon keinen Sinn. Ja. Ne? Das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei Laptop, also wir sind. Das ist schon sehr privilegiert hier, ne? Dass wir sagen können, ob ich nun 3.000 oder 3.500 für so einen Laptop ausgebe. Es gibt halt durchaus Leute, die können sich da nicht mal Und mit 3 meinst du eigentlich, dass deiner über 4 gekostet hat? In deiner Ich rede da nicht wieder. Nein, also tatsächlich ist es so, wenn du auch, wir haben vorhin über die Arbeitsdauer gesprochen, Ja. die du mit so einem Gerät hast Ja. und was so ein Gerät leistet. Ich habe auf dem Air habe ich gearbeitet, ich habe gedaddelt, ich Klar. habe mit Parallels irgendwie noch zusätzlich eine Windows-Maschine ablaufen lassen Ja. im Hintergrund, wenn ich da irgendwelche Software getestet habe. Ja. Und die kosten halt nur einen Bruchteil, Ja. weil man halt auf dem MacBook Air wahrscheinlich, und du kannst Filmschnitt machen, wenn Ja, logisch, das habe ich kleine Display nicht stört. lange Also genug gemacht. es Also. ist, du hast natürlich mehr Schnittstellen auf dem Pro und bla bla bla, aber das Air, oder ist, würde ich immer noch für viele sagen, ist so was von dicke ausreichend. Ja. Ich habe es aber Bitte. nach der Vorstellung des Pros auch irgendwie online mit Leuten besprochen. Apple ist natürlich clever, dass sie jetzt nicht sagen, alles klar, wir nehmen jetzt ich sag mal, das schwache Air und klöppeln das mal in so ein 16-Zoll-Gehäuse rein, wo alle sagen, Ja. oh geil, Alter, die Hardware, alles Ja, Performance reicht und dieses große Display da noch. Ohne Scheiß, ich hätte mir kein Pro gekauft. Ich hätte mir, klar, eine also R mit großem die Bildschirm. Air-Hardware mit einem großen Display mir Oh, ich bin gewünscht mir sicher, dass wir und das. vielleicht 1.500 € weniger Ja, gezahlt. ich bin mir Locker. sicher, dass wir das gelötet kriegen, Ja. aber. Das ist wie mit deinem Schneider. So ist es. Aber pass auf, nicht die Kondensatoren anfassen. Ja. Nee, das Ding ist, das wird Apple nie machen. Das ist Marketing, ganz klar. Ne? Da gibt es genug Alternativen bei anderen Herstellern. Aber da willst du mal einen Lenovo-Laptop kaufen? Da gibt es, glaube ich, 30 Millionen Varianten. Also ohne Übertreibung Ja, jetzt. das hast du auch tatsächlich. Also, Irre. wenn es hier erst in Las Vegas ist, Ja. kommen die Pressemitteilungen herein und dann stellen die Geräte vor,
es ist nicht Lenovo nur, es ist auch Acer und alle anderen. Ja. Es gibt ja nicht mehr so viele, die eigentlich noch Notebooks herstellen irgendwie. Wenn du überlegst, HP, Dell, ganz früher so dieses klassische Sony, Toshiba, das gibt es ja. Ich hatte mal einen Chibo-Laptop. Ja, haben die echt einen gehabt? Nee, das war natürlich Medion gebrandet. Ja, naja, nee, noch schlimmer irgendwann. Ganz schlimm. Okay. Aber er war weiß. Es gab, wie hieß das andere Deutsche, das andere mit G irgendwas, nicht Medion? G-Data? Nee, das war's. Nee, es gab eine deutsch gelabelte Firma, Gericom. Oh Gott. Kennst du das noch? Ja, oh Gott, das jetzt, noch jetzt kommt alles wieder hoch. Gericom war noch schlimmer. Also, Gericom war das Schlimmste. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Hersteller, die dann, hier hast du unsere Pressemitteilung und da sind noch nicht mal alle Specs drin, weil es ungelogen 80 Modelle sind, wo ich denke, sei die Bärmann, 80 Modelle, nur weil ein Knopf grün statt schwarz. Ja, das ist richtige Pillepalle. Und dann schreien die Leute rum irgendwie oder die Unternehmen, dass sie so wenig verdienen, weil sie sich so viele, dann sollen sie das mal eindampfen auf ein Reduce to the Max, das klappt ja nicht. Das ist so wie in hässlichen Serien, wo der Restauranttester kommt irgendwie, deine Speisekarte ist viel zu groß. Ja. Zack, runterstreichen auf vier. Ja. Nee, machen die nicht. Nee. Stattdessen noch 20 neue extra. Da gibt es natürlich, meine Theorie daran ist, weil das ja auch für den amerikanischen Markt ist, CES ist ja in Las Vegas, die Amerikaner haben gerne Optionen. Amerikaner mögen es, viele Optionen zu haben. Also das gilt, zieht sich durch das ganze Leben. Also die mögen viele Optionen an irgendeinem, hast du mal in einem amerikanischen Fahrkartenautomaten gestanden? Nein. Das ist ein Grab an Funktionen, wo daneben jemand steht, der erklärt, was du machen musst, damit du dein Ticket kriegen kannst. Weil Amerikaner gerne die große Auswahl hätten. Und wenn der Laptop-Knopf eben grün, blau und gelb ist, dann sind das drei Modelle, weil die das geil finden. Sagt der Mann mit seiner bunten Tesla. Vorsicht. Mein Gag jetzt. Ist auch ein eigenes Modell. Lange für gesucht. Nee, also so kann ich mir das erklären, aber das ist ja absurd. Also, und am Ende des Tages wissen die Hersteller doch selber, welche Modelle ihrer Reihen eigentlich am besten laufen. Ja. Warum bringen die 80 Modelle raus? Das ist ja bescheuert. Das bei Handyherstellern ist es ja mittlerweile auch so, dass sie halt nicht mehr so extrem viele Geräte wie früher rausbringen, sondern dass sie einfach sagen, alles klar, wir merken, wir haben natürlich unseren Flagship-Bereich, den wir bedienen, aber die Brot und Butter, die reingespielt wird, das sind halt die günstigeren Geräte, so für die Masse dann halt. Ne? Weil nicht jeder kauft sich halt jetzt ein Max-Gerät oder beziehungsweise Ultra oder irgendwas. Ja, es hat ja auch nichts. Meinst du, meinst du das hat mit Leisten zu tun? Naja, weiß ich nicht. Also was sagen Leute? Sagen Leute, ich kann es mir nicht leisten oder sagen Leute, ich nutze die Funktion nicht? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Leute, Funktion interessiert die Leute nicht, Kameras interessieren die Leute bei Smartphones. Okay. Und die Leute gucken, was kann die und kriege ich das subventioniert für ein, also ich meine, klar, diese Samsung-Dinger kriegst du für 0 Euro bei 1&1. Egal welches Modell, da muss ich jetzt nicht überlegen, dann nehme ich natürlich das Flagship. Ne? Aber geh doch bitte mal in irgendeinen Elektronikmarkt an den Handy-Tresen. Die sehen erstmal alle gleich aus. Früher konnte ich noch sagen, okay, das ist ein Samsung-Handy, das ist ein Huawei, was weiß ich. Heute gehst du, keine Ahnung, was ist denn das? Ich denke aber, das Problem hast du bei Apple auch, dass du ganz viele Menschen hast, die jetzt irgendwie wie ein Max-Gerät haben. Ja. Und dann frag die mal, was machst du damit jetzt mehr? Oder? Ja, klar. Kennst du überhaupt den Unterschied zum nächsten Max? Apple ist eine Luxus-Statusmarke, das ist ja klar. Ja, das ist, glaube ich, schon vorbei. Bist du sicher? Das kriegst du doch. Ja, natürlich. Scheiße, ja, ich kaufe mir jetzt nur Android-Handys. Nee, aber es gibt auch so iPhone-Hüllen, wo hinten ein Loch ist, damit man das Apple-Logo noch sehen kann. Ja, das ist vielleicht. Das ist ein bisschen wie vielleicht, Ed Hardy tragen. Vielleicht liegt das an den Kreisen, in denen man. Ja. Oder wenn man keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die Autos als Status sehen. Nee, ja klar. Oder Uhren. So ein für mich war es immer so, mir war es immer Latte, weil mich zeichnet ja nichts aus, was ich mir irgendwie kaufen kann. Oder nein, irgendwie natürlich. So. Aber wir sind normale Menschen. Es gibt halt Leute tatsächlich, die dann sagen, ich definiere mich über ein Gerät. Mag auch, soll jeder so, wie er will. Ist ja auch okay. Mein Ding ist es halt nicht mehr so scheißegal, ob jetzt du auch ein Android-Handy. Sobald allerdings hier die Bubble mal in iMessage blau wird. Ja. nee, ist schon klar. Aber trotzdem, nein, das kannst du mir nicht erzählen, dass Leute nicht auch extra viel Geld ausgeben, um sich ein iPhone zu kaufen. Da bin ich schon ziemlich sicher, dass das so ist. Würde ich immer machen, aber tatsächlich aufgrund dessen, weil ich es auch haben will, aufgrund der Funktion. Ist ja, auch, ja, okay, du bist ja auch funktionsgetrieben, das ist ja auch total in Ordnung. Ich vielleicht auch. Wir gucken noch mehr auf die Specs oder so. Ne? Aber ich glaube, wir sagen hier in Bremen immer Oma Kasubka aus Bremen-Walle, die kauft, ich brauche ein Handy für WhatsApp und für Instagram.
Und das war's. Und da ist es scheißegal, ob du ein iPhone kannst du auch bei Lidl in der Schütte dann irgendwie so, wahrscheinlich. Ne? So ist es. Ne? Und ist ja auch okay. Ich finde, weil es ist okay, dass Apple selber bedient ja verschiedene Preisschichten. Eben weil Tim Cook ja selber hat ja irgendwann mal gesagt, wir haben ein iPhone für jeden. Du kannst ein iPhone SE kaufen, wenn du wenig Geld hast, aber in dieses Ökosystem willst. Du kannst ein, keine Ahnung, das Mini kaufen, wenn du ein kleines Gerät hast und so weiter und so weiter. Ne? Nur bei Samsung zum Beispiel oder auch bei den anderen Herstellern, Samsung haut ein Flagship raus, jetzt ja gerade wieder das S22 Ultra und 57.000 andere Modelle, A-Serie, J-Serie, FE, Fan Edition, was auch immer das heißt, Fan Edition. Wenn irgendwo extra Sonderedition ran steht, heißt das für mich abgespeckt. Und das ist ja bei der FE. Ja, oder extra teuer, ne? Oder extra teuer, gut, das auch. Ja. Also und da verliere ich so, da wäre ich als Kunde so, warum soll ich jetzt dieses Modell kaufen oder jenes Modell? Die kosten ungefähr gleich, die heißen auch ungefähr gleich. Und als Fan hast du dann vielleicht auch irgendwann mal, wenn du wirklich dich als Fan einer Marke, was ich nicht verstehe, sehen willst, irgendwie, dass du sagst, du hast dieses Fear of Missing Out, irgendwie, oh, ich habe mir gerade dieses Gerät gekauft, jetzt in 3 Monaten ist schon wieder das nächste Jahr. Genau. Jetzt habe ich diesen alten Schmutz hier in der Hand. Ja, genau, taugt ja nichts mehr. Ja, das ist, ich denke auch, das ist auch eine Alterssache. Ne? Ja, dass man vielleicht sagt, ey, ist mir scheißegal, es läuft doch noch. Früher haben wir es ja auch gemacht, den neuesten heißen Scheiß wollten wir mal haben, ist schon klar. Ja, das verstehe ich auch und ist ja auch in Ordnung. Ich will ja nur sagen, es wäre doch auch cool, wenn ich sagen könnte, ich hätte gerne das Flagship und ein Budget-Modell. Das würde doch vollkommen reichen. So. Kaufe ich halt das Budget-Modell, wenn ich nicht so viel Geld habe. Das hat auch gute Funktionen, nicht so, ist ja klar. Ich kaufe mir entweder einen Golf oder einen Porsche. Und ich glaube einfach, dass die Unternehmen Menschen da haben, die alle viel schlauer sind als wir beide zusammen und wahrscheinlich viel Geld Marktforschung betrieben haben. Und die, da ist bei rausgekommen, wir bieten 8 Phones an und die verkaufen sich auch. Offenbar ist es so, ja, das stimmt. Weil es wollen ja auch alle anders sein. Ja, das ist natürlich ein Argument. Individualismus und so weiter, das kann ich verstehen. Weißt du was? Ich glaube, wir sind an dieser Stelle an einem Punkt, wo wir das mal beenden können. Genau. Und wir machen in einem nächsten Gespräch dann mal weiter und wir gucken mal, was wir uns dann für Flagships kaufen können. Und wir reden dann mal über Autos und über... Naja, ich glaube, Autos brauchst du nicht. Nee, mir auch nicht. Autos sind egal. Okay, ich danke dir jedenfalls, dass du dabei warst. Gerne. Und wir sehen uns oder hören uns auf jeden Fall wieder. Wir haben nämlich besprochen, dass wir dieses Video als Tonspur weil und ihr könnt euch runterladen und unterwegs anhören. Krass. Ja. Falls ihr noch unterwegs seid. Was nicht alles geht. Man guckt ja unterwegs wohl kaum. Ja, gibt es ja auch schon. Aber es stimmt. Also hört es euch einfach an. Es sind knapp gefühlt 2 Stunden, wahrscheinlich 1,5. Ich freue mich, dass du da warst. Und wir machen das wieder. Und wir machen das dann nur mit der Tonspur. Dann musst du vielleicht. Oder mit Bild, wie du möchtest. Wir haben gesagt, wir unterhalten uns mal häufiger. Ne? Das sollten wir jedenfalls tun. Danke dir erstmal. Tschüss. Ciao.